Freitag ging es los und als um 5 Uhr morgens der Wecker sich meldet, regnet es noch nicht. Als ich mein Velobike aus der Garage hole, fängt es leicht an zu regnen. Der Weg bis zur Arbeit bleibt fast trocken und mein kleines E-Bike kommt mit ins Büro, um es noch aufzuladen. Nach einem kurzen Arbeitsfreitag geht es jetzt zum Hauptbahnhof Frankfurt und natürlich das im Regen. Die 6 Kilometer sind allerdings recht schnell geradelt und jetzt hoffe ich im Regionalexpress auf einen guten Platz für das Velo und mich zu bekommen. Schock sitzt tief, als ich diesen kleinen Zug sehe und ich denke mir nur, das kann was werden mit dem Rad und dem Gepäck. Meine Vermutung wird bis zur Abfahrt noch übertroffen, denn der kleine Zug ist vielleicht nur ein Viertel des normalen Zuges und es kommt mir eher vor, dass ich in Indien von Varanasi nach Neu-Delhi fahre. Die nächsten guten 2 Stunden werden der Horror und natürlich erreiche ich meinen Anschlusszug in Gemünden nach Bad Kissing nicht.
Erfurtbahn erreiche ich genau eine Stunde später Bad Kissing und diese empfing mich wieder mit Regen. Denn nach gerade einmal 200 Meter hinter dem Bahnhof ging es dann richtig los und ich zog mir noch schnell meine Regenhose und Jacke an. Bei meiner Fahrt durch Bad Kissing ging es dann bei einem Event der Sachsen-Frank Classic Rally mit wunderbaren Oldtimern vorbei. Ich denke noch, da hätte ich mit meinem Lada Vim auch mitmachen können. Und am nächsten Tag sehe ich noch weitere Fahrzeuge. Ich bin angekommen beim Rudi und jetzt geht's gleich in einer Stunde zum Dia-Vortrag. Wollen wir heute noch extra den Platz richtig rasieren, damit die Ähnlichkeit dann irgendwie da ist. Ja, Jens war ja beim zweiten Stammtisch. Damals warst du der Referent, glaube ich, der erste richtige Vortraghalter. Kennt du uns auch schon jetzt? Ja. Danke. Wir haben viel zusammen gemacht, so in der DZG, also wir waren gemeinsam im Vorstand, nur mindestens ein Jahr, dann hat er dann schon zwei Jahre, dann hat gut. Aber erst hat er geschmissen, dann hat er die geschmissen, das hat es für seine Gründe gehabt, aber egal. Jetzt sind wir.
wunderschönen guten Morgen. Ich bin bei Rudi gestartet, haben schön gefrühstückt mit noch zwei Freunden. Hier gibt es bei Nur mal weg bei Instagram zu sehen. Die haben einen VW-Bus und ja, die haben frische Brötchen geholt, Kaffee getrunken. Und jetzt geht es nach Müllerstadt von Bad Kissingen aus. Und dann so 16 Kilometer. Puh, die ersten, ich glaube, ich will mal gucken. 6, 7 habe ich hinter mir. Ging jetzt so 2, 3 Mal gut den Berg hoch. Ein Berg war richtig stark. Da hat das Velo und ich zu kämpfen gehabt. Ja, aber sonst unterstützt der Motor ganz gut. Die Schlumpfschaltung funktioniert auch gut. Und man muss noch frühzeitig schalten. Ja, jetzt habe ich noch laut Google Maps 8,7 Kilometer. Und das ist nur 38 Minuten, wird es noch dauern. Laut Google Maps. Ich bin mal gespannt, was für Berge noch kommen. Und ja, wie dieses Iveco-Treffen generell ist. Ist irgendwie offen für alle Fahrzeuge, aber wohl speziell Ivecos. Ich werde mindestens eine Nacht bleiben. Wie man sieht, das Wetter ist grau. Wir hatten eigentlich nur Regen angesagt. Wenn es so bleibt, herrlich mit dem Zelt. Wenn es regnet, ist es natürlich ein bisschen blöd. Aber eine Nacht werde ich auf alle Fälle bleiben. Und dann mal schauen, entweder noch eine Nacht dranhängen oder heimfahren. Der Zug war ja gestern so voll. Und wahrscheinlich wird das Montag auch wieder so werden. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, fahre ich lieber Sonntag statt Montag im Feiertag und komme ein bisschen relaxed heim, denn das war gestern kein Spaß. Ja, ich bin gespannt, hoffe, das Wetter bleibt so und es regnet nicht und genieße jetzt erstmal noch die Fahrt. Google Maps ist beim Radfahren immer eine kleine Wundertüte, denn es schickt mich kurz vor dem Ziel über einen Wiesenweg, der dank dem Regen nicht mehr gut zu befahren ist, und dann dazu noch ein kurzer, steiler Anstieg auf mich wartet. Der Anstieg wird dann zur Matschpiste und ich schiebe mein kleines Velo hoch, und da es recht schwer beladen ist, rutsche ich nach einem Schritt hoch, 2 zurück. Für die 50 Meter Anstieg brauche ich dann auch knappe 10 Minuten und komme oben verschwitzt an. Das Gute, es sind nur noch 1,5 Kilometer bis zum Iveco-Treffen. Ja, der Berg ging eben leicht hoch. Das Problem ist, meine Schuhe sind voller Lehm und Erde, die Pedalen auch. Und ich rutsche weg, wenn es so steil hoch geht. Deswegen bin ich eben einfach nicht vom Steck gekommen. Aber jetzt geschafft. Nicht mehr weit. Und ja, dann bin ich da. Zelt aufbauen, Kaffee kochen. Samstag genießen. So soll es sein. Thank you.
das ist das Iveco-Treffen und das ist eigentlich total schick, klein, total schön gelegen. Ich habe Glück, dass es nicht regnet. Und hier kann ich sogar noch mein Fahrrad aufladen. Hier habe ich nur noch 30% Akku. Und es gibt einen Grill, schöne Preise. Falls es regnet. Und es gibt einen Turm, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber da kann man hoch, da gehen wir jetzt mal hoch. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. As any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, so today and tomorrow, there's no time to buy.
Schönen guten Morgen und ja, ich war ja jetzt unterwegs mit dem Velobike und ich mache mir erstmal einen Kaffee, weil so früh am Morgen ist es einfach nochmal was Schönes. Ich war mit dem Velobike unterwegs, jetzt ein längeres Wochenende und ja, es war, muss ich ganz ehrlich sagen, richtig schön. Ich bin nicht so viele Kilometer gefahren, aber was ich bin, ich habe alle, ja, Wetter mitgenommen. Also es hat geregnet in Frankfurt, als ich los bin und zum Bahnhof fuhr. Und dann hatte ich Glück, es wurde wieder besser. Die erste Nacht habe ich noch beim Kumpel übernachtet und die zweite Nacht im Zelt am Iveco-Treffen. Das ist bei Bad Kissing. Und das war total klein und schnuckelig. Habt ihr ja bestimmt ein paar Bilder und Eindrücke gesehen. Werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich wieder hinfahren. Und was soll ich sagen? Ich fand meine erste Bikepacking-Tour interessant. Ich muss sagen, es ist natürlich ganz anders, mit so einem kleinen Fahrrad unterwegs zu sein, als mit so einem großen. Denn, ja, wie soll ich sagen, das Große ist natürlich gerade bei der Beladung mit den Fahrradtaschen schon anders, sie hängen höher. Ich hatte das Gefühl, aber ich habe es jetzt natürlich wirklich ausgereizt. Ich bin nicht über die 10 Kilo auf jeder Seite drüber gegangen, aber es war, also ich habe einfach zu viel mitgehabt. Aber das war auch so mit meiner ersten Bikepacking-Tour mit Zelt und. Das nächste Mal wird das natürlich nochmal reduzierter und dadurch wird das natürlich auch wieder angenehmer zum Fahren. Aber ich muss sagen, es hat alles super funktioniert. Ich hatte ein wunderschönes Wochenende. Jetzt bin ich wieder zu Hause in Frankfurt und ja, wollte einfach noch mal mich kurz melden, ein kleines Fazit geben. Also, Velobike hat geklappt, im Zug auch und der Zug war proppevoll. Also, ja, sowas habe ich auch noch nicht hier erlebt, fast wie in Indien. Aber wie gesagt, wir haben es gemeistert. Der Akku, den habe ich nachgeladen auf dem Treffen. Zurückgewinnung funktioniert auch, auch wenn es jetzt nicht so viel ist, dass man sagt, das wäre ein Pepedo Mobile. Aber ja, alles in allem hat das gut funktioniert. Vielleicht noch ein kurzer Satz zur Schlumpfschaltung, denn ich habe mir die Schlumpfschaltung dazu bestellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer die Schlumpfschaltung nicht hat, der wird nicht so viel Spaß am Velo haben, denn man kommt relativ schnell in die Geschwindigkeit, in der man einfach schalten muss. Und wenn man in diesem ersten oder zweiten Gang schaltet, ist das eigentlich okay und dann ist das super und dann kann man auch wirklich bis Tempo 25 gut fahren. Dann schaltet der Motor eh ab und ich denke mir, für so ein Fahrrad wie das reicht mir das sowieso. Und ja, daher Schlumpfschaltung, meine echte Empfehlung. Der Gepäckträger ist super, hat die Taschen beide super getragen. Den Frontgepäckträger habe ich noch gar nicht benutzt, den habe ich noch nicht mal dran gebaut. Ja, wie gesagt, das war meine erste Bikepacking-Tour. Jetzt gönne ich mir noch schön in der Sonne den Kaffee, bevor es daran geht, mein Zelt zu trocknen und alles auszuräumen. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen und ja, ihr lasst einfach mal einen Daumen oben, abonniert am besten noch den Kanal, denn es gibt noch weitere Velobike-Videos, aber auch anderes zu sehen bei mir, bin ja ein Reiseblog und schaut einfach auch mal auf der Webseite vorbei, da gibt es auch vieles nachzulesen, auch andere Destinationen. Ich würde mich freuen, euch hier wieder zu sehen und sage erstmal Danke und gönn mir jetzt meinen Kaffee. Heiß.
Wow.